Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Prey. Und in dieser Folge werden wir uns heute in den Luftfilterungskontrollraum begeben. Ist das nicht schön? Das ist wunderbar. Kann sein, dass es jetzt dunkel geworden ist im Reaktor. Naja, ich muss ja eh wieder hoch. Einmal eben die Rohrzange auswählen, nicht dass ich gleich hier wieder aus Versehen schieße und in die Luft fliege. Ja, hallo, Kirk Grammer haben wir. Ja. Diagnostiziere oberflächliche Verletzung. Nicht, was ein Medikament heilen könnte. Das dauert. Also, Kirk Grammer haben wir. Wasserstoffverlust um 33% nicht mehr gefunden. Und werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr finden. Aber ja, man kann ja nicht alles haben im Leben. Tankintensität erneuert. Wasserstoffverlust um 33% gesenkt. Das ist gut, oder? Kann ich das hier generell reparieren? Da gibt es doch bestimmt ein Achievement für. Keine Sorge, wir gehen in den... Tankintegrität erneuert. Wasserstoffverlust um 33% gesenkt. In den... Raum da heute auf jeden Fall rein in der Folge. Ich möchte nur mal kurz schauen, ob ich hier theoretisch noch... Tankintegrität erneuert. Wasserstoffverlust um 33% gesenkt. Gute Frau. Sie wiederholen sich. Guck mal hier, überall. Tankintegrität erneuert. Wasserstoffverlust um 66% gesenkt. Wo? Ja gut, da kommt immer noch was raus, aber an sich ist es ja repariert. Da ist noch eins. Huch! Tankintegrität erneuert. Wasserstoffverlust um 99,79% gesenkt. Risiko durch explosives Gas minimal. Arbeit nach Genehmigung eines Vorgesetzten wieder möglich. Ich hau dich kaputt! Boxweltmeister. Ich lass es vielleicht. Ja, kein Achievement, aber... Ey, für die Sicherheit müssen wir das machen. Nicht, dass hier alles in die Luft fliegt irgendwann mal. Ich komme. Bitte. Das sind Neuromods. Wie komme ich da hin? Das gibt's doch gar nicht. Von außen? Von außen, ne? Aber ich... Boah, das werde ich mir nicht merken können. Ich überlege gerade, ich glaube, wir konnten hier raus, ne? Ob ich schnell in den Außenbereich gehe, dann muss ich ja nur links kurz ein bisschen wegfliegen, da rein. Das würde ich halt schon gerne mitnehmen. Ja, wobei, nee, doch hier, oder? Komme ich hier nicht? Nee, das ist der Storage Room nur, hier ist nichts weiter, ne? Nee. Puh. Nee, dann doch nicht. Ich hätte mir gerade Pistolenmunition herstellen können, egal. Wir gehen jetzt erstmal in den Raum hier und dann kann ich danach immer noch gucken, ob ich da hinkomme. Aufmachen. Hallo. Danke.
irgendwas. So, jetzt komme ich auch in diesen Raum da rein. Operator nähert sich. Hallo? Ich habe das jetzt nicht... Okay, hier ist noch eine neue Mod dran. Ich wollte gerade sagen, ich habe das jetzt nicht für eine verbrannte Platine gemacht hier. Wollt ihr mich verkackeiern? Hier ist bestimmt noch irgendwo was versteckt, was ich jetzt übersehe. Das Gute ist, wenn man keine Zuschauer hat, kriegt man auch keine Kommentare. Du hast das übersehen, bist du blind oder so? Bist du doof? Die bekommt man dann nicht. Es hat auch seine positiven Seiten. Auch wenn es natürlich schön wäre, so eine kleine Fanbase zu haben. Oder was heißt Fanbase? Aber einfach so ein, zwei Leutchen, die sich gern die Videos anschauen. Das wäre schon ganz cool. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wie komme ich denn da unten raus? Standbild. Geht gleich weiter. Wir kennen es ja. Aha. Danke. Kann ich überhaupt von hier aus raus? Nee, in der Lebenshaltung komme ich gar nicht nach draußen. Übers Kraftwerk würde ich nach draußen kommen. Boah, aber dann das draußen zu finden, übers Kraftwerk ist ja auch Lobby. Ist ja auch Blödsinn, oder? Also das werde ich ja niemals finden. Sag niemals nie. Frachtraum? Wo ist denn hier Kraftdings? Kraftwerk? Ah ne, Frachtraum geht auch, tatsächlich. Muss ich natürlich nur gucken, wo es da ist. Falsche Taste. Ich war auf E die ganze Zeit. Ach, hier sind wir. Ja, okay. Da hinten mit dem blöden Phantom, was immer noch in der Ecke rumeiert. Was? Schwerer Fehler. So. Probieren wir es.
Mikrogravitation entdeckt. Erstmal hier raus. Und dann... Systemalarm. Reparaturbedarf. Ja, dann reparier dich doch. Shuttle Dock. Wir sind nach oben gefahren, ne? Durch den Aufzug nach oben, also müssen wir hier weiter runter irgendwie, oder? Kraftwerk, da ist das Kraftwerk. Ich muss mal gucken, Kraftwerk ist hier unten, Lebenshaltung ist daneben. Rumpfdurchbruch, Kraftwerk. Und von außen müsste ich ja eigentlich dann reingucken können, so durch die Scheibe. In die Lebenshaltung. Theoretisch. So, Luftschleuse Kraftwerk ist hier unten. Wenn die so aufgebaut ist, das Schiff ist hier auch zu sehen, dann muss ich nach oben. Hier beim Schiff. Da ist das Maschinenlabor. Psychotronik, Frachtraum. So, wir sind hier am Arsch, das heißt, ich muss nach unten. Hier. Rumpfdurchbruch Kraftwerk, was ist hier eigentlich? War ich hier schon mal? Vorsichtig. Haben Sie Jen gesehen? Jen haben wir gefunden. Wo komme ich denn jetzt hier wieder raus? Hä? Es gibt keine Säulen, es gibt keine Säulen, was? Was liegt über dem... Über der Lebenserhaltung Psychotronik. Wo ist die Psychotronik? Ich muss mal wieder hier raus. Da, Psychotronik. Ich werde das niemals finden. Muss ich denn sein, damit das ordentlich steht, das Raumschiff? Von oben nach unten. Thank you.
Ich glaube, das wird nichts. Weil wenn hier die Psychotronik ist, und da ist das Ende, dann müsste es ja irgendwo hier in der Mitte sein. Also, hoch. Frachtraum, wo liegt der? Ja, der liegt ein. Also zwischen Frachtraum und Psychotronik. Shuttle Dock. Shuttle Dock. Ja, Shuttle Dock. Psychotronik. Menschliche Leichen. Was ist das denn? Ach, Technopath. Oh ne. Ich dachte, oh ne. Lieber Herr Technopath, bitte. Ich bitte Sie, ich suche etwas. Ich will doch gar nichts von dir. Boah, ich werde das nicht finden. Keine Ahnung. Ich will jetzt ja auch nicht stundenlang rumfliegen. Das bringt's ja auch nicht. Das wird auch nicht so mega krass wichtig sein. Da waren halt Neuromods. Das vielleicht nochmal. Keine Ahnung. Da überhaupt noch mal sonst was ist. Was ist denn hier? Nicht vorbei. Jetzt komme ich da rein. Aha. Aber ich finde es cool, dass man hier so rumfliegen kann und doch auch immer irgendwie wieder was Neues entdeckt. Das ist echt schon groß hier. Das ist cool. Auf jeden Fall. Aber hier scheint gar nichts zu sein. So, mache ich einfach mal zu, weil ich es kann. Aber hier scheint sonst nichts weiter zu sein. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt in den nächsten Punkt rein, den wir sehen, beziehungsweise wo wir hinkommen. Shuttle Dock ist gesperrt, da können wir nicht rein. Müssen wir einmal rum, ne? Maschinenlabor. Wobei es eigentlich sinnvoller wäre, hier ein Ziel auszuwählen. Was haben wir denn noch? Alex Rotresor ist im Arboretum, wo wir wahrscheinlich mit ihm reden, oder? Kirk können wir nicht machen. Also wir hier zu Alex müssen. Boah, die 6 Abladepunkte auf der Talos ist natürlich auch wild. Ach, ich will gar nicht ganz schließen.
Da haben wir aber auch hier keine Zielsetzung. Psychotronik. Den Quartierschlüssel von Bellamys Leiche an dich. Hier, Psychotronik. Ist da hinten. Dann einmal dahin. Oh, hier runter schon. So, rein da. Reicht auch wieder mit rumfliegen. Holen wir uns noch eben hier den Schlüssel von ihm. So. Na komm. Leichenhalle müssen wir. Hallo, schön Sie wiederzusehen, Dr. Hallo. Ich erinnere mich, das war hier. Das hat ja viel gebracht. Hallo, schön Sie zu sehen. Hier rum. Was war das denn für ein Geräusch? Runter. Huh! Ganz ruhig sein. Jungs und Mädels, ganz ruhig sein. Alter. Noch einer. Habe ich ja wieder gut Muni verballert. Aber warum auch nicht? Muss ja Spaß machen. Bewege mich. Ich habe keine Schlüsselkarte. Willst du mich verarschen? Hier liegt ein Medkit. Sendefehlerprotokoll. Ja, super, wo kriegst du denn jetzt die Schlüsselkarte her? Huch. Weil ich der Beste bin. Sehr gut. So, was haben wir denn hier? Oh. Sylvain Bellamy. Euromod. Ja, toll. Hier Leichen, alle super. Benutze Bellamys Schlüsselkarte, um sein Quartier in einem Besatzungsquartier zu betreten. Ich komme. Ja. Das werden wir in der nächsten Folge machen. So, Müll
Mülleimer ist leer. Dann haben wir hier, glaube ich, alles. Da ist noch ein Mülleimer. Auch leer. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Wir haben ein bisschen Fortschritt. Immer wieder mal. Beziehungsweise wir haben ja in den Folgen immer Fortschritt. Mal mehr, mal weniger. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Pray.